Das passiert, wenn ihr mit einer Nadel in einen Ballon stecht. Klebt ihr jedoch vorher etwas Klebeband auf den Ballon und drückt es gut fest, dann platzt der Ballon erst nach einiger Zeit oder manchmal auch gar nicht. Und die Nummer 5. Schneidet mit einem Messer etwas Schale von einer Orange ab, drückt diese über den Ballon aus und seht, was passiert. Und die Nummer 4. Klar, drückt man einen Ballon auf einen Nagel, dann platzt er. Sind es jedoch viele Nägel, dann verteilt sich der Druck und der Ballon bleibt ganz. Cool, oder? Kommen wir zu Nummer 3. Gebt etwas geschmolzene Schokolade auf ein Stück Backpapier. Taucht nun die Ballons so in die Schokolade ein, dass sich eine Schale um sie bildet und stellt sie auf eure Schokokleckse. Nach ca. 20 Minuten im Kühlschrank ist die Schokolade fest und ihr könnt die Ballons zum Platzen bringen. Eure Schokoladenschalen könnt ihr nun zum Beispiel mit leckerem Eis befüllen. Mmm, sieht das lecker aus. Und die Nummer 2. Auch hier wieder ganz klar, hält man einen Ballon über eine Kerzenflamme, dann platzt er. Befüllt man ihn jedoch vorher mit kaltem Wasser, dann sorgt das Wasser dafür, dass der Ballon zwar etwas schwarz wird, aber nicht platzt. Das Ganze könnte man zum Beispiel auch als Partytrick verwenden. Und damit kommen wir zu Nummer 1. Apropos Party. Wenn ihr kein Geschenkband mehr habt, um eure Geschenke zu verzieren, könnt ihr auch hier Ballons verwenden. Wickelt dafür einfach von beiden Seiten einen Ballon um das Geschenk und knotet die beiden in der Mitte fest. Nun knotet ihr noch einen dritten Ballon um die beiden anderen und eure Dekoration ist fertig. Mit diesem Trick könnt ihr sogar eure Gläserparty tauglich machen. Knotet dafür einfach ein paar bunte Ballons um die Stiele eurer Gläser und die Party kann steigen.